Ja, hallihallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier beim kleinen Video mit dem Spiel Broadcheckcast. Ja, und zwar geht es diesmal nicht um mich, Pitcher Meyers, sondern es geht um meine Charity, um mein Charity-Projekt, um Charity Gamer. Und zwar, ich bin hier auf der Nordschleife mit einem Audi R8 und ja, ist jetzt normal nicht mein Lieblingsauto, es geht aber heute um etwas ganz Besonderes. Und zwar haben wir einen Menschen, der sich gestern bei mir gemeldet hat. Oder besser gesagt eine Dame mit 16 Jahren, die an einem inoperablen Gehirntumor leidet und nicht mehr lange, ja, wie soll man sagen, nicht mehr lange, ja, die Lebenserwartungen sind nicht mehr allzu groß. Dieses 16-jährige Mädchen hat ein paar Wünsche. Und ich mache jetzt das, im Juni werden es 2 Jahre, wo ich das Charity-Aktionen hier mache. Für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und in den 2 Jahren ist es, dass der erste Mensch oder das erste Kind oder Jugendliche oder wie auch immer, wo an Krebs erkrankt ist, wo ich einen persönlichen Kontakt dazu bekomme. Und ja, das, ich weiß nicht, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, hier die passenden Worte zu finden. Ja, es geht hier um die Lena. Ich habe gestern bei Facebook auf meiner Seite schon was davon geschrieben und ein Video von ihr gepostet. Das Video setze ich hier nochmal in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt es euch anschauen. Und die Lena, die hat einem noch ein paar Wünsche. Einige wurden ihr schon erfüllt, einige stehen noch aus. Und darunter einmal mit einem richtig schnellen Sportwagen fahren. Und ich habe heute mit ihr nochmal über Facebook geschrieben und ja, ihr habt sie gefragt, was ihr so gefallen würde. Ferrari, Porsche, 911er oder Audi R8. Und ja, sie steht auf Audi. Audi, natürlich schöne Sache, Audi R8. Wäre natürlich ein richtig schöner Traum. Und da ich ja leider so ein Auto nicht besitze, habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt mal eine kleine Szene hier auf Project Cars mit einem Audi R8 und rufe einfach auf. Vielleicht hat der eine oder andere irgendwo hin Connections an irgendeinen Audi-Händler oder an irgendeinen sonst irgendwas. Oder hat selber ein Audi R8, wo sagt, hey, komm, machen wir mal eine Spritztour mit dem Mädchen. Und wäre echt eine coole Sache. Es geht hier nicht darum, dass wir sowas erst lange planen müssen. Es geht einfach darum, dass wir schnell handeln müssen, denn mit 16 denkt man noch eigentlich an ganz was anderes wie an das Ende des Lebens. Und deswegen, wenn ihr irgendjemanden kennt, wenn ihr irgendjemanden habt, wenn ihr so ein Auto selber in der Garage stehen habt, das muss natürlich nicht der hier sein, der ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr aufgemotzt und ja, ist halt ein richtiger Rennschlitten, keine Straßenzulassung, ist ja logisch. Aber vielleicht habt ihr ihren R8 und meldet euch bei mir. Und dann können wir vielleicht schauen, dass wir vielleicht dem Mädchen, der Lena, einen Wunsch noch erfüllen können. Also sie hat einen inoperablen Gehirntumor, oder besser gesagt 2, glaube ich, habe ich jetzt mitbekommen in dem Video, die man nicht operieren kann. Und das ist traurig, aber klar, da draußen irgendjemand, wie gesagt, von euch so ein Auto und ein Herz und sagt, hey, komm, mach mal, Johnny, ich helfe dir. Für Charity Gamer machen wir da zusammen eine kleine Tour zu ihr und dann darf sie mal mitfahren. Also wenn ihr so ein Auto habt oder jemanden kennt, zeigt ihm das Video und dann meldet euch bei mir. Ich melde das dann an die Lena weiter und dann kann ich euch auch die Kontaktdaten und so weiter geben. Und ihr könnt euch dann mit ihr selber in Verbindung setzen und mal schauen. Auf alle Fälle, ja, irgendwie gefällt mir der Schlitten hier schon. So, fahren wir schnell ein paar Meter. Uiuiui, da hängt er wieder rein. Lalalal.
Ja, es ist schon. Ja, ich möchte halt irgendwie helfen bei Lena, und wenn es damit ist, um ihren Wunsch zu erfüllen, dann ist mir jedes Mittel recht, und deswegen so ein Video. Natürlich muss es nicht ein Audi sein. Es wäre natürlich ein Wunsch, wenn es ein Auto wäre. Aber wenn jemand ein Ferrari, Porsche oder ein Mustang, Ford Mustang, gefällt dir auch, wenn jemand sowas hat, dann meldet euch bei mir, und dann kann man natürlich da auch was machen. Wäre natürlich echt super. So, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen, und ja, fahr noch ein paar Meter in Stille und dann machen wir hier einen Cut.